Hallöchen, Freunde, willkommen zurück zu Minecraft, zu den Nebelkönigen hier in den Nebellanden, wo ich, der Herr Lorigan, gerade dabei bin, mir ein paar Kolben noch zu bauen, damit wir unseren Pilzkeller ein wenig absichern können. Denn das letzte Mal, da gab es einen kleinen Fauxpas mit einem Commander Flauschfuß, den sogenannten Creeper. Holz. So, dann brauchen wir mal Kolben. 32 Stück. Schauen, ob das genügt. Junge, der Frosch, der hat sich nicht entfernen lassen, sage ich mal. Ne? Der bleibt stur und anwesend. So. Jetzt muss ich da irgendwie hochkommen. Da baue ich mir am besten hier unten irgendwie mal einen Aufgang. Kann auch aus Holz sein. Das heißt, frei Blöcke. Und da muss ich dann hin. Entschuldigung, ich muss da mal. Genau, dann kann ich das hier einmal komplett wegnehmen. Achso, jetzt habe ich natürlich keinen Redstone mitgenommen zum Verlegen. Kriegen wir aber auch hin. Da kann man hier theoretisch noch so eine Wartungsklappe mit einbauen, dass man weiß, alles klar, da war das Ding mal. Da müssen wir rein, wenn es irgendwelche Problemchen gibt mit der Schaltung. Ja, aber dann müsste ich das hier alles verkleiden und schön machen. Nee. Es funktioniert einfach, weil es funktioniert. So, da ist ja nichts. Das ist so richtig. Dann gehe ich mal eben schnell ein bisschen Redstone organisieren. Tja, und dann könnte man da oben den Schalter anbringen. Das ist die Idee, da oben den Schalter. Käse, Redstone ist oben. Der ist ganz oben. Ach ja, Freunde, wenn das hier läuft, dann bin ich schon eine Zeit lang weg. Viele liebe Grüße aus der Vergangenheit in die Zukunft. Ich hätte auch Redstone dabei gehabt. Ich bin aber auch ein Blindfisch. Bin heute noch nicht so ganz da. Ich habe extrem wenig geschlafen die Nacht. 2 Stunden, glaube ich. Aber nicht mal, weil 12 bin ich ins Bett und 2 hat der Wecker geklingelt. So. Wenn ich das hier alles kombiniere, mal gucken, ob das genügt, dass hier alles aktiviert ist, wenn ich von außen das Signal gebe. Wenn jetzt sagt, der oberste wird... Achso, ich habe noch gar keinen Hebel. Ein Stick und ein... Nee, nicht du. Ich brauche einen Steinblock. Ein Hebel. Das ist schon mal ganz, ganz vermutlich. Achso. Dann brauche ich jetzt noch einen... Dich hier. So, der wird jetzt ein bisschen kompliziert zu setzen. Nee, so genau nicht. Eieiei. So, dann nochmal. So. Und es funktioniert wirklich alles. Das ist sehr schön. Bis ins kleinste Eck hinter. Das bedeutet, wenn ich das jetzt wieder hochfahre, ich kann die Fackeln hier einsammeln und den Raum wieder Raum sein lassen. Und dann bei Bedarf. Nanu. Was ist denn jetzt kaputt? Hat es irgendwas kaputt gemacht? Warum? Warum hat es denn das jetzt getan, sag mal?
Moment. Ein erneuter Test. Also sonst muss ich mir da irgendwas anderes einfallen lassen, wenn das so nicht funktioniert. So, wenn ich es deaktiviere, ballert es mir das raus. Ha. So. Jetzt geht das Experimentieren los. Jetzt wird's klein, bunt und komisch. Und dann nehmen wir jetzt halt mal Sachen, die nicht so einfach weggehen. Redstone-Blöcke. Und dann schauen wir mal, wie weit das Signal dort weitergeleitet wird. Ob sich das alles so verhält und kombiniert, wie ich mir das denke, Freunde. So. Schauen wir erstmal. Ach, warte mal. Ich glaube, ein so ein Signal genügt für mehrere. Aber das ist doof. Da kriege ich ja ein dauerhaftes Signal. Das muss ich erstmal negieren. Oder wie ist es denn, wenn ich da noch einen weiteren Konverter mit reinbastel? Ich muss jetzt einfach mal ein bisschen... Hä? Wieso nehme ich hier die gute Spitzhacke? Ich muss jetzt hier einfach mal ein bisschen experimentieren, Freunde. Okay. Das heißt, ich brauche hier einen Arm... Das geht auch nicht. Puh, Freunde... nächster Versuch wäre das hier. Wenn das funktioniert, ist das auch noch eine Variation, die man machen kann. Jawohl, das funktioniert. Dann wissen wir ja, was wir machen. Haben wir denn noch genug Steine? Müsste eigentlich reichen. Und hier machen wir dann auch zu. So, und dann packen wir die mal weg und die hier rein. Tja, und dann haben wir unseren Pilzkeller abgesichert. So soll das sein. So macht das Spaß. Oh, ich sag's euch, es ist heute angenehm vom Wetter her. Ich bin so unendlich froh. Es hat irgendwie die halbe Nacht hat es geregnet. Und ja, es ist endlich wieder angenehm. Man hält es endlich wieder aus in seiner eigenen Haut. Ich sag mal, ein Tag oder so ist es okay. Da kann man es mal mitmachen, so für einen Tag. Aber dann ist auch wieder gut. Dann brauche ich das nicht mehr. Da braucht ja kein Mensch mehr in Urlaub fahren, wenn das hier so ein Dauerzustand ist. Aber soll ja so sein, ne? Soll ja hier wettermäßig, soll das hier richtig crazy shit werden, so die nächsten Jahre. Aber da fand ich die Meldung wieder so endgenial. Deutschland muss mehr für den Klimaschutz machen. So ein Bullshit. Das ist der größte Mist, den ich je gehört habe, ja? Ich meine, wir machen so viel für den Umweltschutz. Sehr schön, das funktioniert. Wir machen so unendlich viel für den Umweltschutz. Jetzt wären vielleicht mal andere dran, mal ein bisschen was zu machen. Wisst ihr, wie ich meine? Weil wenn ich mal so rüber gucke, ne? China, Amerika, Länder, die wirklich was bewirken auf der Landkarte, ne? Also auf der Weltkarte. Wo man sieht, das ist ein Land, das ist groß. Der Großteil schert sich einen Scheißdreck um den Umweltschutz. Und dann soll so ein kleines Popelland wie Deutschland kommen und sagen, hey, wir retten die Welt. Ist ja nicht so, dass hier dann nur Deutschland so ein Luftkurort wird, wo gute Sauerstoffbläschen umherdümpeln? Nee, nee, nee.
Das ist genauso wie mit den Atomkraftwerken. Ja, Atomkraft ist so böse und bla. Und wir müssen die Atomreaktoren abbauen, damit da nichts passiert und unsere Bürger geschützt sind. Was macht der Franz Zacke? Der baut direkt an die Grenze mal hier so ein Nukularkraftwerk hin. Der macht's richtig. Wenn es kaputt geht, dann trifft es wenigstens nicht besonders viele von uns. Ah ja, kann ich mich schon wieder aufregen. Ah, mach ich ja nicht. So. Haben wir hier die Verstärker? Haben wir eigentlich jede Menge. Das wundert mich jetzt ein wenig, wenn ich ehrlich bin. Hätte ich nicht gedacht. So, hier das Ding mal stapeln. Du kommst hier auch noch mit rein. Tja, dann haben wir das schon mal. Hervorragend, hervorragend, hervorragend. Dann hoffe ich, dass die Pilze unten gedeihen und wachsen. Dann packe ich hier mal so ein bisschen... Packe ich da drüben mal so ein bisschen das Zeug raus. Und dann geht's los ans freudige Bauen. Habe ich schon wieder fast 2 Stunden damit verdödelt. Hier irgendwie so... Döneken zu machen. So, das ist Holz. Tropenholz. Schwarze Eiche und noch ein bisschen Birke. So, Boote. Ich habe so unendlich viele Boote. Ich sollte mir, glaube ich, mal eins in die Nether-Truhe mit reinpacken. Das ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. Und zum Häuschen basteln sollte ich hier meine gute Rüstung ausziehen. Ist gerade ein Zug vorbeigefahren am Fenster? Aha. So, das sind, warte mal, das sind die Preise aus Hundsgrab. Die muss ich mal ein bisschen weiter rüber tun. So, hier haben wir Papier drin. Ja, ansonsten... Ach, das sind bestimmt wieder hier die ganzen Bauern, die ausrasten wegen dem Wetter. Oh, Wetter, Wetter, Wetter. Ich muss alles wieder reinbringen, dass ich noch irgendwie subventioniert werde, damit meine Ernte ausgefallen ist. So. Ja, wer mich kennt, weiß, ich mecke über viele Sachen, die mir nicht passen. So. Packen wir hier unten wieder die gute... Junge, Junge. Die hat ganz schön gelitten, die gute Ausrüstung. Was das wieder zum Reparieren kostet. So. Ausrüstung wieder hergestellt. Das Zeug noch nach unten und dann geht's los. Dass ich auch wirklich, ja, die ganzen 2 Folgen damit verbracht habe, zu labern. Und zu sagen, wie toll alles wird und dann doch kein Stück zu bauen. Der Hundskrabsen. Ach ja, ich bin gespannt, wie es denn zukünftig wird mit unserem guten Herrn Zeron. Bin ich echt gespannt, ich lasse mich da überraschen. Wir haben hier unten schon gar keine Kohle mehr drin. Das ist ja natürlich auch nicht so schön. Oh, wir können mal ganz kurz gucken. Netherwarzen. Das sieht extrem gut aus. Das sieht extrem gut aus. Wofür auch immer ich Netherwarzen brauche, außer für die Alchemie, da kann man daraus jetzt auch mittlerweile auch schon Blöcke machen. Da pflanzen wir erstmal wieder an und schauen, wie die Ausbeute so ist. Also ein Stack hätte ich ja schon ganz gerne, weil wir pflanzen an. Das müsste ungefähr ein Stack sein. Naja, 2 werden überbleiben. Na, da guck mal einer an. Ist ja auch angenehm. So, das funktioniert schon mal nicht.
dann gucken wir mal, wie es ausschaut, wenn wir dann 9 Stück übereinander machen. Weil essen kann ich das Ding ja auch nicht, oder? Nö. Oh, ein Netherwarzenblock. Okay, designertechnisch jetzt nicht so ansprechend. Wo habe ich denn die gesammelt, die Netherwarzen? Ich glaube bei Pflanzen, ne? Kann am gucken, wie ich das am besten mit abbaue. Naja. Gut, Freunde, ich würde sagen, morgen starten wir dann durch. Ich sage danke fürs Einschalten und bis dann. Macht's gut und Tschüssikowski.